Was muss ein Mann tun, um solche Aufmerksamkeit von Ihnen zu kriegen? Schwer zu sagen, aber Sie machen sich bisher ganz gut. Na toll, obwohl ich eigentlich nicht derjenige bin, der Sie will. So? Leider nein. Miss Jacqueline Nadler sucht Sie, von Nadler Technologies. Wissen Sie? Die Schöpfer aller Herrlichkeit. Halt die Klappe, Larsen. Ma'am. Weiden Sie Ihre Augen daran, Lara. Na, werden Sie etwas neugierig? Wenn Geld alles ist, was Sie zu bieten haben. Dann wird Ihnen vielleicht das hier gefallen. Peru. Majestätische Bergketten, steile Wände aus blankem Eis, wilde Felsklüfte, heulende Winde. Und dann ist da noch das Skion, ein uraltes Artefakt mit geheimnisvollen Kräften. Tief im verlogenen Grab des Qualopec verborgen. Dieses Schmuckstück will ich haben. Sie könnten morgen abreisen. Haben Sie morgen schon was vor? Sind wir schon drauf? Ja, wir sind schon drauf. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen Tomb Raider nach dem einschlägigen Erfolg von meinem Tomb Raider 2 habe ich mich jetzt dazu entschlossen, einfach mal Tomb Raider 1 zu spielen. Ich habe es tatsächlich noch nie gespielt. Ich bin damals bei Tomb Raider 2 eingestiegen, also beziehungsweise erstmal 3. Und das war mir zu schwer. Und dann hatte ich irgendwie noch Tomb Raider 2 und das hatte ich dann gespielt gehabt. Und dann irgendwann 3, dann 4, dann 5 und auf 1 bin ich irgendwie nie so recht drauf zu. Benutzt das Steuerkreuz, um ins Musikzimmer zu gehen. Wir spielen das Tutorial-Level. So einfach mal als Begrüßung. Moment, sie kann nach rechts tapern, nach links tapern, sie kann gehen. Und das war's auch eigentlich. Ach, ihre Rolle kann sie. Yeah, und Special Move. Wunderbar, geile Show. Warum spiele ich das Tutorial-Level? Ja, warum eigentlich? Nur für euch. Okay, dann lass uns ein bisschen herumtoben. Drück die Sprungtaste. Ja, ich kann springen. Jetzt drück sie nochmal und dann schnell eine der Richtungstasten. Dann springe ich in diese Richtung. Ja, ich springe in diese Richtung. Eigentlich mache ich das nur, weil ich ja hier was erzählen wollte. Und wie das immer so ist. Ah, die große Halle. Tut mir leid wegen der Kisten. Ich habe ein paar Sachen eingelagert und weiß nicht, wohin damit. Ja, das kenne ich. Meistens sind CDs drin. Oder DVDs oder Schallplatten. Ich wollte jetzt nicht für... Lauf auf eine Kiste zu und während du das Steuerkreuz hochgedrückt hältst, drück die Handlungstaste und dann kletter ich rauf. Oh Gott. Puh, das wird gewöhnungsbedürftig mit der Steuerung. Weil das doch noch ein bisschen verbuggt ist. Das ist in den Nachfolgen. Ich laufe natürlich nicht überall hin. Wenn ich besonders vorsichtig sei, während du die G-Taste gedrückt hättest, wenn du dich umsehen willst, halt die C-Taste gedrückt und drück das Steuerkreuz in die gewünschte Blickrichtung. Oh, ich kann gucken. Ja, ich bin zu schnell für das Tutorial irgendwie. Wenn ein Sprung zu weit für mich ist, kann ich mich an der Kante festklammern, damit ich nicht herunter. Ach so, jetzt habe ich das schon falsch gemacht. Zur Kante mit dem weißen Strich, bis ich drück dann die Sprungtaste und gleich danach das Steuerkreuz hoch. Wenn ich Anlauf nehme, bekomme ich... Geh zur Kante mit dem weißen Strich, bis ich... Entschuldigung, das war ein bisschen laut jetzt, glaube ich. Lass dann die G-Taste los, quasi meine Nase. Jetzt nehme ich Anlauf. Direkt über dem Mikro. Ich habe schon einen Popschutz drüber. Die Sprungtaste. Halt die Sprungtaste gedrückt. Ich springe erst im letzten Probleme mit immer gehabt. Aber gut. Was sollte ich jetzt machen? Ach, das war schon. Ich habe jetzt gar nicht zugehört, was sie da gesammelt hat. So, das ist ein richtig großer. Leite den Sprung genauso ein, wie eben erklärt. Aber wenn ich in der Luft bin, drückst du die Handlungstaste und hältst sie gedrückt. Dann kann ich mich an die Kante... Toll! Toll! Also fein gemacht, Lara. Okay, was ist denn hier? Achso, jetzt muss... schwimmen gehen. Ich habe was vergessen, verdammt. Hier geht's doch auch noch hoch. Hier kann ich mich langhangeln.
Versuch mal, hier hochzuklettern. Drück das Steuer... Ich kann hier nicht hochklettern, weil die Lücke zu schmal ist. Wenn du aber das Steuerkreuz nach rechts drückst, hangele ich mich seitlich durch, bis genug Platz zum Hochziehen ist. Ja, jetzt kann ich mich hochziehen. Sehr schön. Okay, lass uns schwimmen gehen. Damit ich rückwärts hinunterspringe. Drück dann sofort die Handtaste und halte sie gedrückt, damit ich mich im Fallen an der Kante festklammere. Okay, gehen wir noch kurz schwimmen. Mit der Sprungtaste und dem Steuerkreuz steuerst du mich unter Wasser. Ja. Und wieder auftauchen. So, jetzt lege ich erstmal die nassen Sachen ab. Ja. Ja, wie? Okay, das war das Tutorial-Level. Jetzt folgt das Let's Play zu Tomb Raider. Der erste Teil dieser legendären Spielserie. Und im nächsten Part geht's dann los. Viel Spaß!